Nach dem Zweiten Weltkrieg, mitten im Wiederaufbau, wird 1951 die Bayer AG neu gegründet. Die Menschen brauchen Medikamente, Kleidung und nahezu alle Gegenstände des täglichen Bedarfs. Bayer hilft mit seinen Innovationen, das Leben der Menschen zu verbessern. Der Schaumstoff Polyurethan erobert unter dem Markennamen Moltopren schnell die Haushalte der Menschen, genauso wie das 1953 erfundene Polycarbonat, bekannt als Macrolon. 1954 kommt die Kunstfaser Tralon auf den Markt. Wäsche aus Tralon ist mollig warm, trägt überhaupt nicht auf und wird durch kinderleichtes Waschen ohne Kochen wirklich rein. Mit Einführung der Pille bekommen Frauen die Möglichkeit, ihr Leben selbst zu gestalten. Die Zahl der ungewollten Schwangerschaften in Deutschland geht um mehr als ein Drittel zurück. 1963, das 100-jährige Bayer-Jubiläum mit inzwischen 80.000 Mitarbeitern in über 130 Ländern. 1967 stellt Bayer den Prototyp eines Automobils mit kompletter Kunststoffkarosserie vor. 1969 ist Aspirin mit auf dem Mond. Die Gesellschaft ändert sich rasant und Bayer bleibt ein fester Bestandteil dieses Wandels. 1984 wird das Unternehmen mit der Erfindung der Turmbiologie zum Vorreiter des Umweltschutzes in der chemischen Industrie. 1988, innerhalb von 25 Jahren, hat sich die Zahl der Mitarbeiter weltweit mehr als verdoppelt, der Umsatz fast verzehnfacht. Damals wie heute ist Bayer aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken.